Hotel, das klingt nach langer Historie, nach den Wurzeln von Hi-Fi, nach gutem Klang, nach guter Verarbeitungsqualität und äußerst langlebigen Geräten. Herzlich willkommen in Baden-Baden. Heute möchte ich Ihnen zum 60-jährigen Jubiläum von Rothel die Diamond-Serie vorstellen. DT6000 CD-Spieler mit Wandler und den Vollverstärker RA6000. Gleich nach dem Intro geht's los. Die Wurzeln von Rothel reichen bis in die 50er Jahre hinein. 1961 wurde dann final gegründet und es entstanden die ersten Rothel Stereo Receiver und Verstärker, die sich langsam auf dem Weltmarkt ausbreiteten als absolut puristisches Produkt. Ende der 80er Jahre wurde das Unternehmen von Bob Tachikawa übernommen, dessen Familie das ganze Unternehmen auch heute noch gehört. Rothel ist also wirklich ein Familienunternehmen und seinen Prinzipien absolut treu geblieben. Es kamen dann Heimkino-Komponenten, Prozessoren, Vor- und Endstufen, aber die Stange wurde auch hochgehalten für die reinen Stereo-Komponenten wie CD-Spieler und Verstärker, 900er-Serie, 10er-Serie, 15er-Serie. Bis heute sind da bei Rothel wirklich sehr, sehr schöne Komponenten entstanden. Bis in den High-End-Bereich rein, schon in den 90er gab es außergewöhnliche High-End-Komponenten, wenn ich noch an die ersten Mitschi-Geräte denke, in Silber mit roten Seitenwangen. Also Rothel hat da immer Akzente gesetzt, aber bei einem blieb sich die Firma immer treu. Beste Materialqualität wirklich für den besten Klang und außerordentliche Langlebigkeit. Und so ist das bis heute. Und zum 60-jährigen Jubiläum bringt Rothel diese Diamond-Serie RA6000 Vollverstärker, DT6000 CD-Spieler, beide mit integrierten DA-Wandler mit unterschiedlichen Eigenschaften und Auflösungsvermögen. Und das werde ich Ihnen jetzt im Detail erörtern, was Rothel sich hier erdacht hat. Fangen wir beim Vollverstärker an. Ganz in der Tradition der klassischen Rothel-Komponenten ein Vollverstärker mit enormer Leistung in einem riesigen Netzteil. Rothel hat immer Wert darauf gelegt, das Netzteil möglichst groß zu dimensionieren, damit diese kleinen Signale perfekt gepflegt werden und dort keine Verzerrungen entstehen. So ist auch hier in dem RA6000 ein riesiger Ringkerntrafo verbaut, der das Ganze mit Strom versorgt. 2x350 Watt an 4 Ohm Sinus leistet das Gerät. Über 200 RMS sind es an 8 Ohm. Das sind also ganz beträchtliche Leistungsdaten, die jeden Lautsprecher antreiben dürften. Die ganze Vorverstärker-Sektion, Rothel typisch auch mit besten Bauteilen versorgt. Hier kommen Folienkondensatoren zum Einsatz und das Ganze folgt dem von Rothel mal ausgerufenen Balanced Design Konzept, dass sich hier also im Signalwege durchgängig eine stringente Qualität von höchster Güte habe mit ganz, ganz geringen Toleranzen. Und diese Bauteile, die werden extra für Rothel Custom Made hergestellt und hier verbaut. Das sorgt für perfekten Klang, für Top-Kanaltrennung und auch für eine sehr gute Langlebigkeit, denn so ein Zusammenspiel von Komponenten neigt dazu, weniger auszufallen. Auch das spiegelt sich hier wieder in den verlängerten Garantiezeiten für die Geräte. Für einen puristisch konstruierten Vollverstärker ist doch schon einiges an Eingängen an Bord. 3 digitale Koaxialeingänge, 3 digitale optische Eingänge und ein USB-PC-Eingang, der auch hochaufgelöste Dateien bis zu 24 bit 384 kHz auslesen kann. Im Gerät ist ein Texas Instruments DA-Wandler verbaut, der neuesten Generation. Auch das Digitallevel ist hier extrem hoch. Ein Phono-Eingang für MM-Systeme ist mit an Bord und auch die Analogeingänge symmetrisch und asymmetrisch. Auch die symmetrischen sind auch wirklich symmetrisch. Das ist keine Alibi-Schaltung, sondern hier wird wirklich symmetriert und das ist auch gut so, denn das macht sich klanglich wirklich bemerkbar. Per Bluetooth kann ich das Gerät auch ansteuern. aptX im HD-Format ist hier zugänglich. Eine Fernbedienung gehört zum Lieferumfang. Kopfhörer kann man anschließen. 2 Paare Lautsprecher lassen sich schalten. Also was diesen Verstärkerumfang angeht, bleiben hier keine Wünsche offen. Auch das gesamte Design von Verstärker und auch CD-Spieler ist interessant gemacht. Es lehnt sich im Grunde genommen an die Historie von Rothel an. Es ist nämlich ein Mix aus der 15er und der 10er
wie auch der aktuellen Serie, so dass ich hier die ganze Historie von Rothel, die 60-Jährige, in den Geräten widerspiegelt. Finde ich sehr schön gemacht und in der Qualität. Massive Alu-Frontplatte, so dass die wirklich die technische Wertigkeit hier auch nach außen so durchkommt. Beim CD-Spieler ist das Ganze ähnlich. Hochwertiges CD-Laufwerk, verbaut, was heute nicht mehr üblich ist. Und der Clou ist, auch der CD-Spieler hat einen Wandler, den ich extern nutzen kann. Koaxial wie optisch, aber auch per USB. Und der USB-Eingang liest ganz hoch aufgelöste MQA- und DSD-Dateien. MQA 24-Bit, 384 kHz, da ist dann richtig Auflösung da. Und im PCM-Bereich macht der sogar 32-Bit, 384 kHz und liest 1056er DSD-Dateien aus. Da habe ich also mehr Auflösung als auf der CD für denjenigen, der aus dem Computer diese Dateien eben wiedergeben möchte. Auch der CD-Spieler hat einen echten symmetrischen Ausgang. Echt symmetrisch heißt auch hier, ich habe alles doppelt vorhanden. Einmal das Signal komplett gedreht, einmal auf Null, und wenn die wieder zusammengeführt werden in einem Symmetrieverstärker, dann löschen sich jegliche Störungen aus. Kommt aus der Studiotechnik und ist hochwirksam. Der CD-Spieler hat einen völlig neu entwickelten Digitalfilter, einen Low-Pass-Filter, der klanglich wirklich für Überraschungen sorgt. Überhaupt ist der Wandler, der für den CD-Spieler zuständig ist, aber auch für die Eingänge, der Sabre ES9028 aus der Profi-Serie, ein absolutes Highlight. Auch beim CD-Spieler Top-Verarbeitung, sodass das im Zusammenspiel hier auch eine sehr schöne Einheit gibt. Insgesamt ist Rothel mit dem DT6000, dem RA6000, seiner Linie absolut treu geblieben, nämlich für ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis maximale Klang- und Verarbeitungsqualität auf die Beine zu stellen. Beide Geräte haben Ringkern, Trafos, selektierte, Custom-Made-Bauteile für Rothel. Das macht sie langlebig, klanglich extrem hochwertig und ausdrucksstark. Was ich noch erwähnen wollte, die Rothel-Verstärker haben äußerst hohen Dämpfungsfaktor, sodass auch komplexe Lautsprecherkonstruktionen völlig kontrolliert angetrieben werden können. Im Grunde genommen ist es ein rundum sorglos Paket, denn egal welche Lautsprecher ich da anschließe, sie werden in höchster Perfektion betrieben. Und der Rothel-typische Klang, nämlich eigentlich nicht zu klingen, der kommt hier voll zum Tragen. Das heißt, umso musikalischer meine Quelle ist, bis hin zur eingespielten Musik, umso musikalischer ist auch mein Klangbild. Das habe ich immer an Rothel sehr geschätzt und das ist auch bei dieser Serie so, die zum 60-jährigen Jubiläum erschienen ist. Das war's auch schon für heute aus Baden-Baden mit den tollen Rothel DT6000 und RA6000 Geräten. Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie auch direkt unterhalb vom Video. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren würden und auch das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier eine Hi-Fi oder High-End-Komponente vorstellen. Bis demnächst. Ja.